soll ich mir auch eine Ding Rassenumwandlungs Ding holen. Ja, jetzt hat es wieder Probleme. Irgendwie geht es schon nicht mehr jetzt. Also, Gestaltung. Rassenwandel. Die kostet mehr als Reichswandel. Wo habe ich die Reichswandel? Dance Pack. Aufwertung. Gegenstände. Ja, wo sind die jetzt? Extra Charakter. Kann man das nicht mehr kaufen oder was? Nein, man kann das Reich nicht wechseln. Sehr schön, heißt. Voll wertvoll Umteilung. Kann man die 5 States am Anfang. Naja, vielleicht werde ich mal. Also wenn wir genügend Leute sind, mal alle neu anfangen und dann Power Level sehr schnell. Also irgendwie nein, ich will eben bei Asus bleiben. Haben wir ein bisschen Herausforderungen. Schauen Sie, dass es nicht mehr gibt oder gab es das? Ich dachte, viele sind. Ah, wahrscheinlich hatten die einfach durch diese Schriftrolle andere Charakter geholt von anderen Reichen. Deshalb ihr Rassenwandel. Wahrscheinlich kann man damit die Rassen des gleichen Reiches. Also wie kommt man vom anderen Reich zu einem neuen Reich. So, Farbe möchte ich auch bald mal kaufen. Aber erst wenn wir dann mal eine Rüstung haben, die sehr schön aussieht, die sich richtig lohnt zu färben. Also von den Stats her und so. Sehr gutes. Ja, wir haben es gemacht. Sagte ich schon, wir haben es auch nicht vergessen. Also schon wieder daran vorbeigelaufen. Gut. Ja, Sinnnet habe ich leider immer noch nicht. Die haben wieder Probleme mit der Lieferung. Aber kein Problem. Das ist immerhin etwas, das man jetzt nicht unbedingt so wichtig sieht. Das ganz andere ist, dass ich Tabletten, die ich sehr unbedingt brauche und eigentlich recht häufig sind, nicht lieferbar sind. Obwohl express alles Mögliche, das getan wird, damit man das bekommt, oder? Ich brauche es ja. Und trotzdem haben die Probleme. Die geben mir einfach diese Tabletten nicht. Shit. Mehrere Hausärzte haben es nicht.
Krankenhäuser haben das Medikament nicht. Oh je. Also so etwas von Fail. Naja, ich habe das erfahren. Also sehr, sehr wichtig ist es sicher. Aber trotzdem, nur der Anblick, nur der Gedanke. Ich bekomme die Medikamente. Was sind da Drogen? Was sind ungeheure Drogen? Schlimm. Guck, stock. Ich guck einmal. Stock. Wir gehen unten durch. Das ist zwar länger, aber ich will mal Kredit haben. Seitdem jetzt endlich klappt mit Magneten, dass nicht alle mir die Magneten wegschnappen, bin ich vielleicht relativ süchtig geworden. Jetzt bin ich der Wegschnapper. Ich bin so böse. Aber ich mach's für einen guten Zweck fürs Let's Play. Ja, ich brauch die Magneten. Fraps kann endlich aufnehmen. Ohne Lex. So. Ja, jetzt leider noch keine. Hier irgendwie. Immer hier. Ungefähr hier. Ist dem Magnet. Ganze Zeit. Das wird's ein Weg. Niemand sammelt ihn ein. Also, ich sammle sie dann ein, aber sie droppen. Sie kommen immer wieder sofort. Das ist noch einige Zeit. Okay, ein paar Stunden. Da ist einer. Auch auf dem Weg. Stau. Ja, Face. Der kommt sicher von hier oben hin. Ist ein Schatz, okay. Die sind noch blau. Die sind einfach viel zu wenig, ohne zu fahren. Es gibt viele Sachen, wo man sich einfach ein bisschen Gedanken macht. Das Beste ist eigentlich, dass man etwas Positives machen kann. Etwas ohne viel Aufwand gut machen kann. Solche Sachen. Ja, jetzt leckt es. Immer ein bisschen positiv denken, nicht immer negativ denken. Ich bin eigentlich sehr aufgestellt, so dadurch, dass ich einfach mich mehr um die Gesundheit von mir und so achte. Ich esse gesund, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe gute Bewegung. Ich eigentlich relativ lange zocke, aber stehe echt immer wieder auf und dehne mich und ja, bewege mich ein wenig und dann gehe ich wieder zocken. Einfach bei den Aufnahmen natürlich nicht, aber ich will ja euch auch nicht immer die ganze Zeit unterbrechen. Ja, ist das Video. So, wenn ich so Probleme manchmal im Internet habe, natürlich habe ich ein bisschen mehr Probleme, da ich sehr
Ding. Ich kann es nicht haben, wenn jemand das Negative sagt. So, ich werde mir gleich ein bisschen trotzig, ein bisschen, ja, wie das beklagen, also, dass er es nicht mehr macht, natürlich. Und so. Und dadurch denken, aber wenn ich dann mal rausgehe, ich wohne in einem Dorf, wo es relativ viele ältere Leute gibt, so, die sind alle richtig nett. Die haben noch Lebenslust, die haben Freude an jemanden. Und es ist ein ganz anderes Klima als im Internet. Und das ist das, was das Spaß macht, das richtige Ding. Man merkt es gleich so, es macht Spaß, ungeheuer Spaß. Und man hat nicht immer negative Gedanken dadurch. Im Internet hat man eigentlich mit den Games Spaß und so, aber nur durch die Leute eigentlich keinen Spaß. Das ist sehr schlecht. Ja, es ist bedrückend.